Liebe Laura, wir reden ja heute nicht nur über Sex, aber eben auch. Und ich will dich mal ein paar Sachen fragen, einfach nur, damit ich sehe, wie so das Grundwissen ist zu dem Thema. Okay, wie schlecht im Bett ich wirklich bin. Nein, um Gottes Willen. Weißt du, das ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Frage. Wann ist jemand schlecht im Bett? Was glaubst du? Ich glaube, wenn er sich, also das ist total subjektiv. Ich glaube, es können, eine Frau kann sagen, der war eine Granate und eine andere sagt, der konnte gar nichts. Das ist doch, wie der Geschmack dann des Gegenübers ist, oder? Und wie selbstbewusst er ist, wie kreativ, keine Ahnung. Ich stehe vielleicht auf andere Sachen als du. Wahrscheinlich schon, ja. Und darum finde ich es immer so blöde, wenn Leute sagen, oh, der ist gut im Bett oder die ist gut im Bett. Ein Freund von mir hat mir mal was gesagt, was ich total schlau finde. Guter Sex ist, wenn du das Gefühl hast, dass du in diesem Moment an keinem anderen Ort der Welt sein möchtest und nichts anderes tun möchtest, als das, was du gerade jetzt tust. Okay, dann hatte ich schon guten Sex. Sehr gut. Hast du schon mal was von der 3-Monats-Kurve gehört? Nee. Also, es gibt Studien, die tatsächlich herausgefunden haben, dass sich Männer, vor allen Dingen Männer, und das hat was mit den Hormonen zu tun, erst nach ungefähr plus minus 3 Monaten entscheiden, ob sie bleiben oder ob sie gehen. Okay. Und darum gibt es total viele so Tinder-Geschichten oder so, die nach ziemlich genau 3 Monaten enden, weil dann nämlich die Hormonkurve wieder sich dem Normalpegel zuwendet. Und dann merken die Männer häufig, Frauen übrigens auch, bei denen ist es aber ein bisschen später meistens, dass sie eigentlich nur Sex meinten und gar nicht Liebe. Ich glaube, ich habe schon oft Lust und Liebe verwechselt. Ja, wer hat das nicht? Ja. Ist aber auch gut. Ich finde, dadurch lernt man, oder? Total. Ja. Und Lust ist ja auch was Schönes. Also wer sagt, dass Liebe immer besser ist, weißt du? Das stimmt. Also das eine nährt vielleicht dauerhafter, aber das andere ist ein schöner Snack. Ja, ja. Genau. Das stimmt. Eine Frage, deren Ergebnis ich immer spektakulär finde. Was glaubst du, wie viele Frauen bei der Penetration zum Höhepunkt kommen? Bei der Penetration wahrscheinlich wenige. Ich würde jetzt schätzen 25%. Ziemlich gut. Echt? Sehr gut, ja. Also ungefähr, kommt natürlich darauf an, wen man fragt, aber so ungefähr 2/3 aller Frauen kommen nicht während der Penetration zum Orgasmus. Okay, ja. Dann bin ich ja wirklich nah. Also 66, ja, okay. Ja, gut. Die meisten unterschätzen es nämlich total und sagen, ach, bei mir ist noch jede gekommen, gerade wenn man Männer fragt. Aber genau, und die sind sehr glaubhafte Zeugen in diesem Zusammenhang. Ja, sehr glaubhaft. Aber das liegt natürlich auch an uns Frauen, ja. Es gibt viele Frauen, mich eingeschlossen, die nicht ehrlich waren und auch nicht, ich habe früher auch nicht auf mein Recht gepocht. Ich auch total. Warum haben wir das nicht gemacht? Weil uns Frauen beigebracht wurde, glaube ich, bewusst oder unbewusst, dass Sex eher ein Bindemittel ist, damit der Mann bleibt, als tatsächlich für die gleichberechtigte Lust da zu sein. Man wollte dann auch nicht kompliziert sein. Ich dachte immer, oh Gott, voll peinlich. Oder ich wollte ihn auch nicht kränken oder verletzen. Und habe ich gedacht, wenn ich dem jetzt sage, dass ich gar nicht gekommen bin, dann nimmt er sich das zu Herzen oder dann findet er mich doof. Also man will ja auch gefallen. Aber ich habe jahrelang selten zugegeben, also außer ich war dann in längeren Beziehungen, aber ich habe das oft nicht zugegeben als junge Frau. Ja, aber je älter man wird, desto leichter fällt es dann. Desto egoistischer wird man einfach. Okay, eine Frage oder 2 Fragen habe ich noch. Pass auf. Was glaubst du, wie lang der durchschnittliche deutsche Geschlechtsverkehr dauert? Oh, der deutsche. Gut, ich wurde im Ausland entjungfert. In welchem Land? In Paris, in Frankreich. Oh, wunderschön. Von einem israelisch-französischen Holländer. Also auch noch eine geile Kombi. Und war es ein schönes Erlebnis? Ja. Es war nicht so schlecht, aber danach ging es bergab. Wie so oft mit den Franzosen. ich glaube, der deutsche Geschlechtsverkehr dauert kurz. Ich würde jetzt mal so schätzen, ohne dass ich natürlich von mir ausgehe. Natürlich, natürlich nicht. 13 Minuten. Und was glaubst du, wie lang die durchschnittliche deutsche Frau zum Orgasmus braucht?
kommt drauf an. Also ich glaube, oral geht es schneller. In der Penetration. Ach so, oh ja. Wahrscheinlich einfach länger als 13 Minuten. Ja, also da kommt es wieder darauf an, wie man fragt. Man redet so von 8 bis 12 Minuten ungefähr, braucht der deutsche Mann. Sehr gut. Und das ist, glaube ich, da ist Ausziehen schon inklusive mitgerechnet. Und kennenlernen. Und kennenlernen und Nummern austauschen. Und der durchschnittliche weibliche Orgasmus dauert, also bis er kommt, durch die Penetration 18 bis 21 Minuten. Das heißt, wir haben einen wahnsinnigen Orgasmus-Gap, was dazu führt, dass... Selbst nicht Frauen, genau. Zumindest nicht bei der Penetration. Ja. Aber ich habe das Gefühl, Männer sind doch schon deutlich engagierter als in meiner Jugend. Also ich habe das Gefühl, viele Männer haben inzwischen, für die ist das so ein Ego-Boost und so ein Ehrgeiz, die Frau total zu befriedigen und multiple Orgasmen, das finden die irgendwie geil. Also dieses ganz Egoistische, was man so mit 17 vielleicht erlebt hat, das ist doch ein bisschen vorbei, diese oder? Diese Spiegeljungs, die Liebe mit sich selber machen, ja. Aber ich finde, das ist durchaus ein Erfolg, den man dem Feminismus auf die Fahnen schreiben kann. Weil tatsächlich, also in Ruanda zum Beispiel gilt ein Mann, der seine Frau nicht zum Höhepunkt bringt, als Ausschussware. Echt? Ja, der hat keinen Marktwert. Ah. Und hast du, was hast du festgestellt, was führt dazu, dass man selbstbewusst ist im Liebesakt? Oh, also ich fühle mich immer besonders, also ich finde, es gibt so zwei Möglichkeiten. Entweder man fühlt sich total wohl, weil man gerade sich, man hat ja so Tage, an denen findet man sich einfach gut, irgendwas ist gut gelaufen, man hat ein Erfolgserlebnis gehabt, man hat ein gutes, man hat irgendwo schon Bestätigung und man ist selbstsicher und man denkt so, ja, und man hat halt auch selber Bock, so. Oder ich glaube, es gibt schon auch das, ich fühle mich total wohl, wenn ich mit jemandem auch lachen kann. Also wenn dann irgendwas passiert, was ungeschickt ist, wenn beide dann souverän reagieren und nicht einer errötet und alles ist furchtbar peinlich und verklemmt, sondern wenn man so eine ganz, weiß ich nicht, authentische, natürliche, sinnliche, leidenschaftliche Art hat, miteinander umzugehen. Und ich fühle mich auch wohl, wenn der Mann mir halt einfach das Gefühl gibt, ich bin, sei total begehrenswert, selbst wenn ich vielleicht gerade fettige Haare und einen Pickel habe. Aber meist fühle ich mich mit einem Pickel auch nicht so sexy. Also das nagt ja schon an einem, wie man sich selber an dem Tag optisch auch findet, auch wenn das bescheuert ist. Also mir geht es jedenfalls so. Mhm. Kennst du das? Klar kenne ich das. Aber ich habe auch festgestellt, also gerade es gibt da eine wahnsinnig große Lingerie-Industrie. Mhm. Und ich habe festgestellt, dass der erregte Mann wirklich im Wesentlichen keine Sekunde darauf achtet, was für Unterwäsche man anhat. Also insofern ist es wirklich was, wo man auch einen guten Spartipp jetzt so geben kann. Okay, gut, also, so viel habe ich davon auch nicht. Also nee, aber weil es auch unbequem ist und dann hast du überall Strappen und Strips und was weiß ich irgendwie. Ja, das soll doch möglichst schnell. Ja, eben. Weg dann. Ja. Und die wichtigste Zutat für guten oder eine langlebige gute Sexualität ist sowieso Humor, finde ich. Ja. Alles andere ist echt relativ nebensächlich. Ja. Weil wenn man jetzt mal so zwei kopulierende Menschen ganz neutral betrachtet, ist es ja auch eine unheimlich alberne Sache. Natürlich. Ich finde das trotzdem schön, wenn man so einen echten Moment miteinander hat. Total. Ja. Total. Hast du eine Idee, was ich den meisten Frauen rate? Oh, wahrscheinlich rätst du den meisten Frauen, an sich selbst rumzuspielen. Richtig. Ehrlich? Ja, na klar. Also es gibt so wahnsinnig viele Frauen, die Orgasmusprobleme haben. Ja. Und viele belastet es, was ich ein bisschen schade finde, vor allem, weil der Partner unzufrieden ist damit, dass er nicht die Leistung erbringt. Viel trauriger ist es natürlich, dass sie sich so einen wichtigen Teil ihrer Sexualität nicht nehmen kann. Nehmen kann, genau. Und darum frage ich immer als erstes, befriedigst du dich selber? Mhm. Und du fällst vom Glauben ab, wie viele Frauen sagen, nee, was? Mach ich nicht. Die lügen. Ganz selten finde ich langweilig. Ich glaube eben nicht, dass sie lügen. Ich glaube, dass ganz, ganz viele Frauen da so eine Scheu haben. Sich selbst zu befriedigen? Ja. Das können wir vielleicht nicht nachvollziehen, aber es gibt tatsächlich viele, die auch vor ihrem eigenen Körper so einen, fast einen Ekel haben.
Und darum sage ich dann, meine Liebe, du gehst jetzt los und kaufst dir ein sehr, sehr schönes Sextoy. Und da gibt es ja ganz, ganz viele. Und ich habe dir heute auch was mitgebracht. Und du kannst ja mal überlegen, wofür das ist. Ach du meine Güte, ist es unbenutzt? Ich habe schon ein paar Sextoys, aber okay, was ist das? Das ist für die Frau, ja? Du meine Güte, das ist ja kompliziert. Also, was würde man damit jetzt... Damit saugt man irgendwas an? Nein. Erzähl weiter, ich höre dir zu. Ich kann jetzt nicht die Beine, weil der Schlitz ist zu... Also, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Oder man führt... Nee, das ist ja offensichtlich der Griff. Also so und dann bewegt man es hin und her, auf und ab. Ich weiß, nee, sag es mir bitte. Könntest du. Das ist per se kein Sexspielzeug, sondern es ist ein Küchengerät. Und damit kann ich bei meinem Thermomix das klein gehackte Gemüse unten aus den Scheren rausholen. Aber ich habe es deshalb mitgebracht, weil tatsächlich... Du brauchst keine teuren Sachen, wenn du nicht willst. Du kannst deine Hände nehmen oder irgendeine Gerätschaft. Mhm. Das Wichtigste ist für Frauen, dass sie sich mit ihrem eigenen Körper beschäftigen. Mhm. Ja? Aber Selbstbefriedigung, finde ich, ist auch erst größer geworden für uns Frauen. Schon, muss man sagen, durch Sex in the City. Also ich finde dadurch, dass da so offen... Für mich gefühlt zum ersten Mal es völlig okay war, dass Samantha stundenlang sonntagnachmittags im Bett mit ihren Vibratoren lag, dachte man so, okay, ich hatte das natürlich vorher auch schon mal getestet, aber ich habe mich geniert, ich habe mich geschämt. Ja, das stimmt. Also die Serie ist nicht so gut gealtert, finde ich. Aber ja, das hat den Weg geebnet. Oder? Ja. Und da soll noch einer sagen, Fernsehen bildet nicht. Genau, wir bilden. Fernsehen bildet. Paula und Laura im Bildungsauftrag, intellektuellen TV. Mit Sex.